Herzlich willkommen, Leute, zu einer kleinen Extraserie zusammen mit dem Vita-Wolf. Moin, moin. Momentan. Das bin ich. Momentan neu. Die Bloodhound Gang Collection hier. Die Bloodhound Collection in CSGO. Und wir wollen euch da mal ein paar von den Maps zeigen. Von den neuen. Und fangen mit Zoo an. Meiner Meinung nach Zoo und Resort. Die beiden Maps, die sich durchsetzen könnten in der Collection. Denn die sind echt schön. Wird hier so eine lockere Competitive-Runde. Also wir spielen Ranked Match. Wir werden auch mit den Smurfs diese Map spielen. Und ich versuche mich auch ein bisschen auf Zoo und Resort zu konzentrieren. Und ja, schauen wir doch mal, wie das Ganze läuft. Der Vita ist jetzt endlich AK. Yay! Und zocken wir mal ein bisschen mit dem Vita, bringen vielleicht ihm noch ein bisschen was bei oder gucken, was man noch verbessern kann. So ein kleines Training im Competitive, so neben der Homer J-Serie, vielleicht noch was Kleines extra nebenbei. Weil ich habe ja denselben Account auch noch, auf dem Rang ungefähr. Und da kann man das mal machen. So, da die Maps eh neu sind, spielt der Rang gar keine Rolle. Meiner Meinung nach, also ich finde es nicht so schlimm. Und ja, es wird bestimmt wieder einige geben, die sich hier schon mit allem befasst haben, aber... Man lernt noch ein bisschen und das funktioniert immer noch im Competitive-Match besser als gegen Bots oder sonstiges. Du weißt nicht, wie Leute reagieren und deswegen ist das auf dem Rang gar nicht so schlecht und vielleicht hilft es euch auch ein bisschen in die Maps zu finden, denn schön sind die Maps auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, gegen etwas leichtere Gegner kann man auch noch ein bisschen besser was zeigen. Hoffen wir mal, dass hier auch alle zusammenkommen. Gibt ja ein paar Sachen, die geändert wurden. Auch die Warm-Up-Time wurde ein bisschen hochgestellt. Und neue Messer-Sounds, die unglaublich hässlich sind. Season kam zurück, welche unglaublich hässlich ist. Es wird alles schlechter. Nein, an sich ist das eine der... Also von den Maps her finde ich, es ist eine der besseren Collections. Was ich aber mies finde, ist, wer hier mit Low-Grafik spielt, hat auf der Map einen Vorteil. Also wenn man die Grafik ein bisschen runter dreht, das kann ich euch jetzt hier in der Warm-Up schon zeigen, kann man hier unten im Mittelgang durch das Wasser oben auf dem Balkon gucken. Ihr seht, mit der Sniper geht das eigentlich auch ganz gut. Aber wenn man die Grafik auf richtig beschissen hat, kann man hier viel besser durchgucken. Und was ich mal testen... Ja, der Schuss kommt an. Ihr seht es da oben. Das heißt, man kann wirklich von hier oben den Balkon beschießen. Und genau andersrum aber auch. Das ist ganz praktisch. Also Low Graphic könnte sich durchsetzen. Ja, toll. Ja, ich muss leider meine eigene Aufnahme stoppen, sonst habe ich Lags ohne Ende. Mein PC spinnt seit ein paar Tagen tierisch. Oh, das ist nicht gut. Neu aufsetzen hilft immer mal wieder, ist aber immer scheiße. Ja, ich habe mich leider zu lange drum gedrückt. Normalerweise mache ich das regelmäßig. Dieses eine Mal habe ich mich zu lange drum gedrückt. Ja, es gibt natürlich auch neue Waffenskins. Sind aber die meisten sind nicht so cool. Vielleicht droppt ja was. So, los geht's. Hello, guys. So, ich bin echt gespannt. Lass mal versuchen, auf A zu gehen. Okay. Meiner Meinung nach, also wir schauen mal, wo die anderen hinwollen. Bewegen sich ja meistens nicht. Cool. Die Map ist an sich ganz nett aufgebaut. Es gibt eine doppelte Mitte, also Mitte A, Mitte B. Das ist schon mal ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich die... Das ist A, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich die Namen durchsetzen werden. Von hier kann man übrigens diagonal über die ganze Map auf den Balkon gucken. Einer der wichtigsten Spots hier für Sniper auf beiden Seiten. Aber die gehen B erste Runde, das ist safe. B hat zwei unterschiedliche Höhen. Einmal unten, einmal oben. Ja, Bombe kann unten gelegt werden, kann aber von oben gedefft werden. Sehr praktisch. Free on free noch. Sehr schön. Habe ich. Diffused mal. Ach, da ist die Waffe. Und aus dem Raum. Ja, da ist einer, da ist noch ja, einer. Ja. Oh, shit. Wichtig war zu wissen... Oh Gott. Scheiße, ich versaus. Nein. Wichtig war zu wissen, wo der herkommt. Ich versuche das gleich noch zu zeigen, nachdem ich die Bombe entschärft habe. Du kannst mir eh nur mir zugucken. Hier gibt es so einen kleinen Raum, den vergleiche ich gerne mit dem Nuke-Raum. Und zwar der hier. Hier drin ist nix. Ah, okay. Da, hier geht's auch nicht weiter oder so. Das ist wirklich. Aber das ist ein schöner Spot. Toxic, ja, okay. Ei, Verstand. Nee, ich hätte drauf gucken können, aber ich dachte, es wären alle down. Also nee, wir hatten alle keinen Diffuse-Kit gehabt und wenn einer anfängt, ist es halt. Es war einfach nur wichtig zu wissen, wo er herkommt, weil er muss es ja unterbrechen. Und da einen zu opfern, ist gar nicht so schlimm.
Beziehungsweise, wenn er von einer anderen Richtung gekommen wäre, hätte ich ihn gesehen und ja, unser Mate war halt noch nicht da. Aber es war einfach wichtig, den schnell rauszulocken, weil es war ja jetzt schon knapp. Ja, stimmt. So, mal diagonal auf den Balkon gucken. Welche Farbe hast du eigentlich? Ich bin gelb. Bin wieder B. Ich gehe wieder oben rum. Ja, ich gehe wieder unten. Ich finde das oben gar nicht so schlecht. Obwohl, nee, sie sind. Man sieht nichts mehr. Komm, zeigen Sie sich nochmal. Ich brauche ein paar Punkte auf der Map. Ich fühle mich so unsicher. Schönes Ding. Zweite Runde Famas. Ah, oh, ich muss nachladen. Value, 2 Kills. Ach, oh, auch hier wieder Soundbugs. Ey, die Soundbugs müssen unbedingt weg. Ich dachte schon, ich hätte wieder einen Headshot bekommen. Der war nicht schlecht. Er hat auf die Nate geguckt, anstatt zu gucken, wo sie herkommt. Das war... Also Nate spare ich mir hier wirklich, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich die hinwerfen würde. Die Nate war jetzt einfach nur, ich hatte gehofft, er bricht ab. So, weißt du, weil er gesehen hat, ich bin hinter ihm. Und dadurch, dass ich die Granate unter die Kiste geworfen habe und ich selber auf der Kiste stand, bekommst du fast keinen Schaden. Das heißt, es war sowieso nur eine Nate, die nur hätte ihn Damage machen können. War zwar nicht optimal geworfen, aber Damage war vorhanden. Und er rechnet natürlich nicht damit, dass ich direkt hinterher springe. Hier stehe ich scheiße. Bist du blau? Ja. Wieso? Ich habe den anderen Gang. Wenn du in das... Achso, du müsstest nur so stehen, dass du von links nicht eher ja, gesehen genau, wirst, als ich die sehe, weil die kommen A. Mit 2. Hier, bei mir, kleiner Gang, 3. Schön. Ich habe den Gang hier weggesmoked. Komplett, da habe ich eine Smoke reingeworfen, als sie sich gesplittet haben. Ah, da waren ja nämlich die anderen beiden. So konnte ich einfach hier auf den Spot rennen. Denn was du auf jeden Fall machst, wenn du hier rauskommst, ist hier hoch zu gehen oder halt nach links zu gucken. Als hier nach rechts. Und deswegen hatte ich hier gerade freie Bahn gehabt. Ja, ich wollte eigentlich so leicht in den Gang reinwerfen, dann habe ich gemerkt, dass ich genau von da, wo du jetzt stehst, gesehen werden kann die ganze Ansonsten, Zeit. Ah, schade, ich konnte jetzt leider nicht mehr dahin springen. Diese eine Ecke, da wärst du ja safe, weil ich hätte ja lang geguckt. Ja, kannst du droppen? Ja. Stehst weit hin, dann werfe ich gleich, wenn wir losrennen. Nicht, dass einer wechselt. Ja. Also, du willst die AK haben? Ist mir egal, nimm einfach und go. Okay. Ja, aber dann smoke ich jetzt den Spot direkt. Welchen? Den du eben gesmoked hast. Nee, da kann ich am Anfang durchgucken. Und könnte unsere AWP, die oben auf dem Balkon steht, könnte die ganz gut schaden. Ich werfe erst eine Brand hin. Einmal nur um zu gucken, wie sie pieken und wenn sie kommen, werfe ich eine Smoke da. So ein bisschen wie ich das auf Koppel mache. Und auf jeden Fall wieder A. One is mid. Going mit B. Yes. Ja, zwei im Kleingang. Ja, sauber. Schöne Map. Die Map ist wirklich schön. Also ich finde die gut. Und ich finde die auch als Terror, was ich bis jetzt gesehen habe, gar nicht so schlecht. Du musst hier nur Stress machen, weil der Weg zwischen den beiden Spots ist echt lang. Im Vergleich zu vielen anderen Maps. Vor allem das oben und unten finde ich dann schon. Sowas mag ich normalerweise nicht. Da komme ich immer leicht durcheinander. Auf der Karte sieht es doof aus. Man kann A ganz gut auch ins Kreuzfeuer nehmen, weil es gibt diesen Balkon. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Ja, wenn du jetzt nach oben links guckst, da ist so ein Balkon. Da ungefähr, wo ich jetzt hinschieße. Ich versuche mal mit again, mit B. Der Balkon geht diagonal über die komplette Map und den haben wir halt hier auf unserer Seite auch. Ist ganz schön gefährlich. Also da kannst du auch auf dem Spot noch geholt werden. Deswegen musst du auch auf dem Spot achten, wo du stehst.
Schlangentunnel sind, ich nenne den Schlangentunnel, aber eigentlich Quatsch ist. Was, der kleine Gang, oder? Da, wo man durchs Wasser auf den Balkon schießen könnte. Achso. Ihr habt die Bombe da. Ah, wieder einer. Kleiner Gang noch, hoffentlich. Jetzt aufs Board. Kannst du mir kurz zugucken, ist eh gleich zu Ende. Ja. Hier, da oben ist der Balkon. Kannst du durchzoomen und drauf gucken. Ich glaub's ja nicht. Und du kannst mit der AWP sogar durchschießen. Wenn du im Doppelzoom bist, erkennst du sogar wirklich gut was. Und wenn du deine Grafik auf schlecht stellst, siehst du sogar noch besser was. Ah, schon ein bisschen dryst. Ja, ärgerlich, ich bekomme immer nur einen. Der zweite holt mich dann. Ja, die Gear, let's go. Aber ich habe jetzt eine andere Position gefunden. Ja, ist ein Block a lot. Lost, bist du hinter mir? Yep. Ich stelle mich, wenn du mal den Mittelgang deffen solltest, stelle ich mich hier hin. So, wirst du vom Balkon nicht gesehen, vom Sniper-Balkon. Und da sind sie. Da sind sie, da sind sie. One mid orb. Und, dein Gang kann auch nicht gesehen werden. Ich smoke jetzt weg, damit die da nicht reinkommen. Ein kleiner Gang ist raus, wieder. Die sind rausgekommen aus dem kleinen Gang. Ja, ich kann reingucken, konnte ich nicht, wegen dem. So, ja, okay. Das Problem ist, die sind da schon durch. One's on A. Einer ist immer noch auf A irgendwo. Ja, ja. Immer noch direkt hinterm Felsen. Jetzt ist er down. Da, wo du stehst, bist du so gut wie tot. Wenn du nach oben links guckst, das ist der Balkon. An dem Auto bist du super unsicher. Immer noch der Balkon. Also da, diese blauen Plakate, die du da ganz oben siehst, das ist der Balkon. Das ist der letzte, der in der Mitte. Setz dich unten rechts ins Wasser. Kannst du drauf springen rechts? Da. So ein bisschen? Nee, dann lass sein, weil ihr hört das ja. Ja, ja. Wenn er über den Schlangentunnel geht, kommt der CD-Base. Ich würde auch da hingehen. CD-Base. CD-Base wäre. Achso, wieder hier zurück, meinst du? Da kam er ja endgültig auch her. Da ja, ja. Ja, jetzt war ich auch nicht klar. Ich hab die ganze Zeit überlegt, okay, wo machen wir jetzt genau? Let's go, people. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir uns nachher als T anstellen. Weil so als CT sieht's ja doch recht easy aus. Na, die CTs haben den Vorteil, wenn die Map unbekannt ist. Wie ist die geflogen? Die Löwensmoke? Na, nicht so gut. Üb noch. Sieht mal nach A aus. Ja, eher nach B. Ja, stimmt. Ja, ich verwechsel immer die Spots noch von der Länge her. Eigentlich ist immer B der nächste Spot. Ich hab mich verlaufen. Komm ich mich am Balkon? Ja, scheiße. Ich probiere nochmal anzukommen. Ach, noch einer on spot. Unten oder oben? Unten, ja. Du kannst nur unten legen. Du kannst von oben nur deffen. Sind beide unten. Also Ninja, wenn überhaupt. Na, schade. Da in dem Gang ist einer drin, im Raum. Noob-Raum. Toxic. Ja, ich bin doch von der Bombe weg. Check da in das Schild. Ist unwahrscheinlich, dass einer reinkommt. So, genau an das Schild ran, weißt du, damit er den kürzeren Weg nimmt. Ich habe den Weg gerade nicht gefunden. Ich bin ganz außen rum, stand auf einmal auf diesem scheiß Balkon. Ich brauche lange, bis ich eine Map verstehe, wo was ist. Gerade auch, wo du meinst Toxic. Ich weiß, was du meinst. Ich habe Toxic jetzt für dich sozusagen gesagt, weil du ja so gut dazu gesagt. Ich weiß genau, was du meinst, aber glaub mir, ich hätte ihn nicht gefunden. Ich habe mich jetzt wild im Kreis gedreht. Und deswegen dachte ich mir, hau einfach ab. Oh, ganz billige Smoke, aber ich werde jede Runde eine Smoke ein bisschen anders werfen, um ein bisschen was zu checken. Im Normalfall versuchen sie es nochmal, es hat ja geklappt. Ich bin Schlangengrube.
Also noch B, ja? Ja, okay. Ich muss eine Sache jetzt testen. Es kann sein, dass ich dabei sterbe. Geht nicht. Jetzt geh doch drauf, ey, das gibt's doch nicht. Okay, warum erschießen die sich? Achso, ich glaube, das war unabsichtlich. Ich glaube wirklich, das war unabsichtlich. Oder? Oh, russisch. Jetzt geht's russisch. Scheiße, wir verlieren noch, Alter. Die Russen beleidigen dich. Jetzt wird's russisch. Dude. Was hab ich auf dem Rücken? Sweet. Putin mag keine Zoo. Russe, de merde. Also, Putin mag kein Zoo. Russen sind scheiße. Naja. Komische Aussage, aber... Wenn er meint. Okay. Zu niedrig. Komm hier bei mir, glaube ich. Okay. Wenn es ein Safe B ist, würde ich gerne was testen. Oh. One is mid. Snake Tunnel. Okay, der Weg ist ganz tricky, den die jetzt genommen haben. Einer ist immer noch im Schlangentunnel. Wo laufen die? Hier hin. Genau, hier bin ich eben auch hingelaufen und stand dann auch hier auf diesem blöden Balkon. Hier aber hier kommst du ja nicht weg. Nee. Aber du kannst, siehst du da unten das Fenster? Ja, hab gerade mal reingeschossen. Ich würde gerne testen, ob das mit der M4 auch geht. Ja, warte, ich stelle mich unten hin. Ich muss eigentlich nur reinschießen und selber hinlaufen. Oh! So knapp. Scheiße. Ich sehe keine Schüsse leider. Muss was präziser werden. Nicht mal ein Sternchen habe ich hier. Let's go, let's go. Aber mir gefällt es gut. Auch wenn ich es nicht wichtig finde für den Shooter, so dieser Detailreichtum, finde ich ihn hier echt schön. Ja, bei den neuen Maps geben sie sich echt Mühe. Bist du gerade hier auf dem Spot? Ja. Schade, kannst du dich mal hier auf das Geländer stellen schnell? Ich werfe eine Brandmine in den Tunnel, das müsste reichen. Vor mir auf das Geländer. Da an die Wand, weiter ran. Ran an das Holz, ja. Ja, alles klar. Er guckt Mitte. Du kannst ruhig in deinen Gang gucken. Da kommt noch einer. Den anderen habe ich. Dafür, dass er Mitte guckt, sieht er aber den Schlangengang nicht. Da müssen zwei hingucken. Snake Tunnel. Bombe down hier in meinem kleinen Gang. Hab's gesagt, Kollege. Ach, hier kann man auch durch. Boah, ist die Map riesig. Leck mir Marsch.
Da ist ja mein Sternchen. Schön gemacht. Ich war einfach nur die Map erkunden. Ja, ach, ist wichtig, sich gerade in neuen Operations ganz, ganz schnell irgendwelche Spots zu suchen, die man nutzen kann, bevor jeder die Map wieder in- und auswendig kennt. Ja. Und deswegen wirkt es auch gerade so ein bisschen. Die laufen einfach los. Hey, hier war ich noch nicht. Cool, B. Ne? Ich zoome hier ein paar Spots, wo ich ein bisschen einen Vorteil habe. Die ist ganz gut geworden. Ja. Nur. Hier sind auch wieder B, ne? Einer ist gerade. Einer ist bei dir im Gang. Also in dem Gang, in dem du immer devs. Ah, Moment, den kann ich mir von hinten holen. Ich bin hinter dem. Mhm. Ich habe eine Brand reingeworfen, der wird dir entgegenkommen. Nee, er guckt, ist vorne raus. Bomb ist on A. Nimm seine Waffe, da kommen noch mehr. Von unserer Seite aus? Ich habe nicht gesehen, wo, nur gehört. Da kommen noch Hoppy. Wenn du dich gezielt auf A versteckst, versteck dich mal links unten im Truck, hinterm Truck. Von der Zeit her müssen sie A planten. So, auch wenn du jetzt down, also wenn er jetzt die Bombe holt, wird er auf A gehen damit. Sekunden. Geh mal weiter links mit, dass er dich nicht sofort sieht. Kill ihn. Versteck dich. 3, 2. Ja! Keine Muni! War richtig. Yes. Runde Gold. Genau so, weißt du? Perfekt. Er musste sofort planten. Er ist natürlich nicht davon ausgegangen, dass du dich auf dem Spot versteckst, aber von der Zeit her war es optimal. Sehr, sehr gut. Ich hätte es von mir aus auch nicht gemacht jetzt, aber. Das war richtig. Unterm Truck war die beste Stelle, weil auf dem Balkon über dir war auch einer. Der kann ich von da oben ja nicht sehen. Ach, da war auch einer? Hm, der ist vorher hat man den kurz gehört. Ja, ich find's witzig, dadurch, dass ich jetzt hier so viel rumgerannt bin, weil ich jetzt, wie man die von hinten holen kann. Jetzt sind die sind mad. Jetzt ist vorbei. A little surrender. Mein Gang dürfte nichts runter, ich bin einmal durch. Toll, die armen Merkat. Was sind Merkat? Sind das. Oh, das sind die Erdmanns! Arid Plains and Desert. Werden 35 bis 50 cm groß. Wiegen zwischen einem halben und 2,5 Kilo. Krass, wusste ich gar nicht. Werden 12 bis 14 Jahre. Ey, lerne ich noch was? Ich werde hier ein paar Gehege noch angucken. Die haben den Elefant wenigstens reingemacht, als kleines Easter Egg. Das finde ich cool. Wo ist er? Ach, oben, scheiße. Auf B. Bombe auch geplantet. Oben, ja? Ja, aber unten dürfte auch noch einer stehen, aber oben steht auf jeden Fall einer. Ja, gesehen. Ah, oh, hat eine Shotty gehabt. War aber nicht schlecht. Das Comeback. Ding sehen? Nein, nicht droppen. Eine Farmers könnte ich droppen für einen P90. Hey, Hulin. Take Farmers. Go. My friend, green. Okay. I don't give a Hulin, shit. Give a shit. Will keine Farmers.
I don't play farmers. Oh, Terror Smoke selbst den Gang. Nein, er hat mich recht. Er kommt jetzt weiter durch einen kleinen Gang. 60 AP. 40. Dann versuchen wir mal den Sneaky Bastard. Ja. One is on A50. Two on A. Green hat eigentlich gute Chancen. Aber der hört mich ja eh nicht. Mit meiner Farmers hätte er mehr Kills geholt. Ja, kann er easy defusen. Da steht noch auf dem Sniper. Oh, Dice plant eigentlich, aber ich glaube, er sieht ihn nicht. Boah, das ist richtig mies. Wenn du da die Bombe richtig legst. Ja, hä? Ich hatte das ja mal konnte nicht, ich versuche seit 100 Runden zu zeigen, dass wir aufpassen sollen. Ich hab weiter links geguckt. Ach so. Ich wusste nicht, dass du so weit rumgeht. Dass du dich so nicht hinstellen sollst, dass der dich sehen kann. Aber wenn du die Bombe da richtig legst, dann könnte das schon eine miese Stelle sein. Natürlich, wenn sobald eine Smoke liegt und dann so ein Ninja, ist sehr schwer zu treffen. Aber kann einmal funktionieren. Das kann so eine entscheidende Runde sein. Der hätte jetzt gerade besser gelegen, wäre das natürlich schon mal. Ja, ich glaube, er konnte ihn wirklich nie sehen. Wieder Mitte. Selbe Versuch. Unser Sniper ist diesmal down. Ich versuche mal den Sniper zu übernehmen. Kannst du dich mal kurz anders positionieren? Okay, da ist noch einer langer Gang. War einer. Aua. War auch nicht für dich. Vier. Einer ist hier direkt bei uns am Rock. Er ist schon auf dem Spot? Ja, ja, aber noch hinterm Rock. Also von deinem Gang aus, den du immer checkst. Genau. Da hinten, ja, dahinter ist er. Oder wird zurückgerannt. Hier ist nix. Ja, dann ist er weggerannt. Schade. Aber egal, ein schöner 4K gewesen. Ach, du hast... Ach, Jemini. Da geht er ab. So, diesmal nehme ich mir eine Granate mit, genau für sowas. Of course. Let's go. Oh, okay, sorry, man. Hast du ihn angeschossen? Nee, ich habe mir, er wollte seine AWP wieder haben und hat mir eine M4 gekauft. Habe ich nicht gesehen, weil Spawnpunkte sind direkt hintereinander leider. Die sind nicht versetzt. Und da habe ich nicht auf den Boden geachtet. Auf jeden Fall habe ich mir eine Farmers gekauft, eine unnötige. Snake Tunnel 2. Care Green for you. Bomb is Snake Tunnel. Snake Tunnel ist nach B, ne? Hm, unter Wasser, da wo ich dir vom Balkon runter. Ich nenne es den Snake Tunnel. Ja, ja, aber nur für mich, dass ich auch weiß, wo ich bin. Ich mach mal Ton aus, ich will nicht geflamed werden. Ich mag das nicht, das setzt mich immer so unter Druck. Ja, ich switch einfach mal auf den Desktop, ich habe ja eh Fullscreen-Window-Mode, dann ist einfach der Ton weg. Ich will das im Seitenwechsel, will ich nicht hören, da habe ich nichts mit zu tun. 13-2, schön Ding. Hat aber keiner was gesagt. Ja, ich hab's auch, ich würde sehen. Also den Voice-Button. Ich bin mal sehr gespannt. Upper or lower or split? Ja, B ist jetzt nach rechts. Ich versuche upper zu kommen, weil ich gerne von oben deffe. Lower ist aber ganz praktisch, weil der Gang. Ja, gut, wenn da einer mit einer AWP steht, ist der scheiße zu deffen. Lower. Ja, ich muss erstmal gucken. Ja, erstmal die Mates anschießen.
da oben auch durchschießen? Das ist eine Kacke. Ach, schön. Too easy. Meine geile Galil Saga Spray. Sage Spray. MP7. Unskinned. Oh. Unskinned. Wow. Die kann treffen? Stell mal vor, ich hätte Skins. Oh, dann wäre vorbei. Upper One. Das war der, den ich gesehen habe. Kannst du mir die Bombe runterwerfen? You can drop the bomb if you want to stay above. Okay. Houdini hört ihr eh nicht. Hier muss einer sein! Ey, ich habe gerade einen Gegner gesehen! Vermap! Hä? Oder lag da eine Decoy oder so? Kann das sein? Ja, ich habe das Fragezeichen auch gesehen, oder? Ah, unten! An der Bombe ist einer. Ja, ja, ich bin da. Ich bin. Er defused nicht, oder? Nö. Ich habe halt nur nicht gesehen, als er mich erschossen hat. Da ist er runtergesprungen. We're going to win. Was? Ich bin nicht mehr Zweiter. Ich finde die Map extrem gut. Ich mag die Map. Ich finde die gut. Oh, da hinten, guck mal, eine Skyline. Zoo ist eine schöne Map. Also ich habe ja auf Twitter selber geschrieben, Zoo und Resort sind die beiden Maps, die sich meiner Meinung nach durchsetzen können. Als Competitive Maps, die oft gespielt werden. Geh runter und plante. Bin unten. Oben. Da wo die Rauch war. Der ist tot. Ja, das war doch mal ein schönes das Match aus der knackig. Bloodhound Gang, ja. Warte, ich krieg noch einen Drop. Ich müsste Level Up sein. Ja, ich hatte meinen leider schon. Nice Warlock da, Lukat. Ja, ja, bla. Thank you. Das hat viel Spaß gemacht. Richtig tolle Map. Unser Team war sogar echt nett. Also schriftlich haben die wenigstens, ne, die waren okay, die haben gedroppt, obwohl die nie was gesagt haben. So, ja. Haben alle geschrieben. Ganz interessant. Wieso kriege ich keine XP, weil keiner den Pass hat, oder? Was denn? Ich habe keine XP bekommen, weil keiner den Pass hat, oder? Ne, du hast den Pass. Warum habe ich keine XP bekommen? Das hatte ich eben auch. Ich musste eben mehrfach neu einloggen. Ich hatte weder meinen AK-Rang, noch hatte ich meine IP. Boah. Ja, ich habe ja XP, aber ich habe nichts dazu bekommen. Was mich gerade stört, ist, dass ich wieder in der Warteschleife bin. Jetzt bin ich mad. Aber, das lass erstmal ganz. Ja, dann machen wir das Spiel eben aus. Das ist ja erstmal egal. Schauen wir mal wieder Wolf vorbei. Das war erstmal die Map Zoo aus der neuen Bloodhound Operation. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.